Und sich auch beschränken selber. Wir haben die Grenze eines Tages. Man könnte mehr herstellen. Ich habe bereits den Zustand von immer wieder Erschaffenem, das ich in einem Tag gar nicht mehr abschließen kann. Die Schläuche werden übervoll, die Speicher, Zwischenspeicher von Dingen, die noch nicht in einem haltbaren Zustand sind, die man noch nicht weitergeben kann wie geräucherte Fische. Nehmen zu, oder? Das ist ein unguter Zustand, weil ich da produziere und die Dinge könnten dann auch, das Hergestellte könnte dann auch, weißt du, in einem Zwischen noch nicht haltbar ist eben, noch nicht verteilt werden kann, würde dann wieder verderben, verloren gehen. Deshalb brauchen wir die Beschränkung auf eine Menge, die in einem, ich denke, der Tag bleibt, also nach meiner Erfahrung bleibt der Tag ein wichtiges Maß. Im Schamanischen wegen des Tag-Nacht-Zyklus, wo in der Nacht eine ganz tiefe Integration stattfindet und am Morgen ist es dann so weit, dass man schon wieder die nächste Produktion als Erstherstellung in Angriff nimmt. Das kommt einfach so. Und zwar sesshaft geworden in einer Menge, Faktor. Also über lange Zeit habe ich ein Video hergestellt pro Tag. Beginnend mit einem Instagram-Kurs am 21. März 2019, dann etwa eine Woche lang. Nein, ich glaube, ich habe bereits am nächsten Tag habe ich mein erstes Posting gemacht. Instagram verstehen, Instagram darstellen, wie ich Instagram konzipiere, meinen Umgang mit Instagram konzipiere, zeigen, wie ich es mache, damit die anderen verstehen können, wie sie mich verstehen können, wie ich funktioniere, wo sie bei mir den Einstieg finden, wie sie die technischen Vorrichtungen machen sollen. Da hat es im Schnitt etwa ein Video gegeben pro Tag. Mindestlänge eine Minute, sonst konnte man es gar nicht posten und Höchstlänge 10 Minuten, oder? Also vielleicht eine durchschnittliche, ja, ich würde mal sagen, 3,5 Minuten oder so vielleicht pro Tag. Und jetzt habe ich pro Tag eine Erstproduktion von um eine Stunde, oder? Das sind die technischen und die geistigen Ich sage lieber die materiellen und die geistigen Techniken.
Man spricht heute auch von geistigen Techniken, bewusstes Einnehmen von Geisteshaltungen zum Beispiel. Mindset ist eine eigene Branche innerhalb der Beratungsunternehmen. Ja, ist ein bisschen aufgebläht jetzt. Also man muss damit arbeiten können in der heutigen Berater-, Psychologen-, Beraterwelt, Unternehmensberatung, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung. Dort ist immer auch ein riesen Schadenpotenzial aus bewusstem oder auch unbewusstem Missbrauch, also unbewusster Missbrauch. Ungeschicktheit dann. Unbewusst ist vieles, ist eben unbewusst geworden. Unwissenheit ist auch so ein schlimmes Phänomen der Nachschöpfung, oder ist auch so ein gutes Wort. Nachschöpfung ist die vom Menschen selber in die Hand genommene Schöpfung durch die eigene Kreativität. Kommt bereits natürlich mit dem Herstellen von Keilen, aber das nimmt dann Fahrt auf, auch mit der neolithischen Revolution, Sesshaftwerdung. Da beginnt, könnte man sagen, mal die Grenze festlegen mit, da beginnt die Nachschöpfung, oder? Also wo dann die Keile und was wir herstellen, nicht gerade vielleicht am gleichen Tag und wieder verbraucht wird. Ja, gut, wo ist dann die Grenze genau? Ich setze sie mal mit der Sesshaftwerdung, und es gibt aber schon Vorläufer, oder? Und da müsste man dann genauer noch schauen. Können wir uns für den Moment schenken? Und ich habe die Verpflichtung, das Gebot könnte man, oder mit Gebot kann man dann auch mal eine Ausnahme, eine begründete Ausnahme machen. Kann man bei den Gesetzen auch, aber da muss man dann bereits auch die Ausnahmen wieder genauer fassen, oder? Wo gibt es dann die Grenze, wo eine Ausnahme vielleicht sogar verlangt wird dann, oder dann, so weit sind wir im Moment noch nicht. Das Gebot der Tagesmenge, die ich dann herstelle jetzt und dann bis am Abend dann auch haltbar gemacht habe. Hier der Schlusspunkt. Dankeschön.